Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Subnautica. Ich freue mich total, ich bin gerade hier in so einem Aufnahmemarathon gerade, aber ich mache halt zwischendurch mal Stopp und mache mal die Aufnahme. Ich möchte hier ja immer so 20 Minuten haben, aber die letzte Folge war auch schon wieder ziemlich lang geworden. Ich weiß nicht, warum das immer so lange dauert, ey. Ich habe keine Ahnung. Ui. Wow. Alter, mach das doch nicht mit mir. Mach sowas nicht mit mir. Ich habe mich gerade so dermaßen erschrocken. Wird das jetzt dunkel oder wird das hell? Ja, wir machen hier natürlich gnadenlos weiter. Und ich hoffe, du hast auch eingeschaltet gerade, um hier dabei zu sein. Ich brauche hier noch ein bisschen. Ich nehme hier mal ein paar mit. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie man solche Medikits macht, müsste ich mal gucken. Alles klar. Ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Aber ich höre schon wieder so ein... Wow! Und das meine ich! Nein! Ich hatte schon wieder Schaden gekriegt. Mann! Oxygen. Sauerstoff. Ja. Oh, meine Fresse, ey. Wo komme ich denn jetzt her? Wo komme ich denn jetzt her? Ich brauch eine Tischkoralle. Auch, warte mal. Zwei. Alles klar. Habe ich das mitgenommen? Alles klar. Okay, zwei Tischkorallen habe ich jetzt mitgenommen. Ich muss mal eben gucken, wo war jetzt noch die... Was habe ich denn hier? Ach, Schrott. Oh, ich dachte gerade schon. Hier ist auch noch mehr Schrott. Also Metall haben wir auf jeden Fall. Oh, Inventar ist voll. Echt jetzt schon? Okay. Mein Inventar ist ja voll. Ja. Ich weiß, mein Inventar ist voll. Ach ja, die Boje, die muss ich nochmal wegpacken. Packe ich dann mal weg. Weil die werde ich dann irgendwann hinpacken, wenn ich unten Fundamente mache, dann packe ich das da rein. So. Ach, deswegen ist das weg. So, der muss da rein. Ach, hier habe ich auch noch. Ja gut, Quarz kann ich machen. Das heißt, der muss da weg, auf jeden Fall. Warte mal. Kann ich den da wegpacken? Muss ich den mitnehmen? Ich kann davon jetzt nichts machen. Ich guck gerade, was kann ich wegpacken? Oder was kann ich machen? Ich brauche auf jeden Fall eine Batterie. Dann können wir mal gucken, eben, was wir hier machen können. Dann mache ich nämlich hier schon mal. Dann muss ich mir wahrscheinlich doch gleich erstmal die Sachen machen hier. Hinsetzen. Oh, ich hab so ein. Okay, ich kann da nichts mehr machen. Dann habe ich hier noch Elektronikbatterie. Genau. Batterie, so. Dann brauche ich noch Kupferze von Batterie. Ich brauche noch einen Kabelsatz. Was kann ich hier noch machen? Nein, das will ich nicht machen. Das will ich auch nicht machen. Ich kann die Taschenlampe machen, jawohl. Zack, die mache ich jetzt. So, dann kann ich noch eine Leuchtfackel, nein, will ich nicht. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. In 2 Stunden wird auf jeden Fall eine Explosion stattfinden. Oh weh, werden wir das in dieser Aufnahme noch hinkriegen? 4 Titan.
ein wasserdichter Behälter. Das heißt, der schwimmt dann nachher an der Oberfläche, oder wie? Ja, ich brauch auf jeden Fall was, was ich benutzen kann. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Im Inventar muss ich mal rein. Und zwar kommt jetzt die Leuchte, kommt da hier hinten. So, dann habe ich hier noch ganz viel Titan. Ich habe noch ein Glas. Was kann ich denn aus Titan alles machen? Höhlenschwefel. Das heißt, im Dunkeln sind wir jetzt auf jeden Fall sehr gut geschützt. Denn wir haben jetzt Licht. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas noch. Was brauchen wir denn? Das Feldmesser haben wir schon. Das brauchen wir nicht mehr. Werkzeug. Reparaturset haben wir ja auch schon. Wir brauchen das hier. Ein Kabelsatz. Da brauchen wir Silber. Computerchip. Was brauchen wir für einen Computerchip? Nee, da. Da brauchen wir Tischkoralle. Genau, habe ich. Ah, okay. Und Kupferdraht. Ich muss auf jeden Fall einen Behälter bauen. Vielleicht sogar zwei. Ich weiß noch nicht genau. Wie ist jetzt mein Inventar voll? Das Ding ist ja auch schon ziemlich schwer. Das heißt, ich müsste den mal absetzen und da das ganze Titan reinpacken. Und dann halt noch einen machen. Ich wollte das eigentlich nicht machen. Normalerweise würde ich jetzt die rausnehmen. So. Wie kann ich den denn da jetzt reinpacken? Kann ich den da jetzt irgendwie reinpacken? Eins. Okay. Das ist jetzt so eine Art Spind. Das kann ich noch ändern. Bearbeiten. Titan. So. Ist jetzt eine Titankiste. Wie kann ich da jetzt rein? Ah, okay, aber ist halt nicht für viel, aber ist ja schon mal etwas. Okay, das war schon. Mhm. Okay, dann behalte ich die da, dann kann ich ja noch eine Dings bauen, aber ich habe zumindest erstmal wieder Inventar frei. So, eine Titankiste habe ich jetzt hier gebaut, auch nicht schlecht. Wo ist die jetzt? Oh. Das heißt, die ist halt immer jetzt hier, oder wie? Vorrat ansehen, da will ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, man kann die so an der Oberfläche hinziehen. Hauptsache, man verliert die Kisten nicht. So, jetzt erstmal schon wieder hoch. Zwischen tanken und weiter geht's. Wir müssen irgendwie hier runter. Ich will hier auf jeden Fall runter. Und gucken auf jeden Fall. Oh, hier ist die... ich habe schon mal wieder... Hallo? Hallo? Weiter? Ich bin ein bisschen, was das angeht, ängstlich, was das angeht. Warte mal. Ich habe 5. Er leuchtet. Alles klar. Ich sehe auf jeden Fall mehr als sonst. 30 Sekunden. Ja. 30 Sekunden, das wird ja wohl zu klappen sein. Oder? Ich wollte ja eigentlich auch gucken, wie die Fels geht. Und ich muss gucken, die Aurora, die wird ja bald auch explodieren. Ich hoffe nicht, dass das in dieser Aufnahme passiert. Das wäre sonst sehr, sehr fatal. Oder? Naja, vielleicht auch nicht. Ah, hier sind auf jeden Fall wieder... Sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Hallo? Okay. Aber Schwefelsäure ist hier. Ja, Schwefel ist hier festgestellt worden. Ist natürlich jetzt nicht so nice. Hier ist auch ein Ei. 30 Sekunden. Ah, ja, mein Gott. Ist ja gut, Mann. Erschreckt mich doch nicht immer so. Okay, weiter geht's. Genau. Wir machen die nächsten. Die nächsten. Okay, hier geht's auch rein.
Aber hier waren wir schon mal drin, ne? Der hat mich schon mal beobachtet, ne? Da ist noch der Höhlenschwefel drin. Okay. Da habe ich noch einen Stein, ja genau, nehme ich mit. Da habe ich auch. Da ist auch ein Fehlpupskuh ist halt, okay. Und hier wieder Titan. Also Metallschrott ist immer mit Titan. Und ich finde das irgendwie geil gemacht, aber ich muss irgendwie eine andere... Boah! Alter, hat er mich erschrocken. Alter, ja, weg, 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 weg. Oh. Ey, der hat mich gerade so dermaßen erschrocken. Alter, Leute, was könnt ihr mit mir nicht machen? Ich hab nur unten das Netz gesehen und hab den gleich gedacht, oh Scheiße. Da müsste noch einer drin sein, ne? Oder? Boah, ja! Ja, ist da einer drin, ist da einer drin, ist da einer drin. Oh, Gott sei Dank. Okay. Weiter geht's. Rein da. Und schon das nächste Ei von dem. Boah. Wie der einfach. Ich gehe mal in die Luft, egal was passiert. Alter, was für eine Höhle. Okay. Okay, ich muss jetzt leider wieder hoch. Weil... Wow! Jetzt geh schon. Ja, ich hab mir fast gedacht. Ich habe mir fast gedacht, dass ich Schaden kriege. Alter. Okay. Ich brauche auf jeden Fall... Wo kriege ich denn jetzt noch... Aber ich müsste mal gucken oben, was brauche ich überhaupt noch. So. Wir haben Metallschrott noch dabei. Wir haben noch einen Quarz geholt. Wir haben Kupfererz noch. Kupfer brauchen wir, um Kupferdraht zu kriegen. Dann brauchen wir ja noch, warte mal, ich brauche noch einen Computerchip, Kupferdraht können wir uns machen. Gold, wo kriegen wir Gold her? Und Silber brauchen wir auch noch, Silbererz. Batterie können wir uns jetzt machen, ja, die brauchen wir noch nicht unbedingt. Thermometer machen wir uns mit dem Computerchip. Ja, dann haben wir irgendwo als Anzeige so einen Computerchip. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Eine schwimmende Pumpe, das Luft in Leitung pumpt, dient als Startpunkt für den Leitungssystem. Okay. Ah, ich kann hier einen Seegleiter bauen. Kupferdraht brauche ich dafür auch. Eine Batterie habe ich schon gemacht. Schmierstoff habe ich auch. Gut, ich kann hier einen Seegleiter machen. Dann muss ich die Gravitationsfalle, die muss ich noch machen. Was ist denn eigentlich die Gravitationsfalle? Ja, und dann muss ich mal gucken, aber dazu brauche ich ja erstmal das Konstruktionsgerät und dazu brauche ich den Kabel, Silber brauche ich. Für den Computerchip brauche ich auch ein paar Sachen. Das Gold und ja. Wann wir wohl das zusammenkriegen, ne? Ich weiß auch nicht genau. Wo kriegen wir Gold her? Vielleicht irgendwo in Höhlen? Man weiß es nicht. Da wären wir zum Beispiel wieder in einer. Ich habe nämlich ja auch gerade hier... Ja, da ist auch ein Dings gewesen, okay. Aber der kam ja schon raus, der mir Schaden gemacht hat. Ist hier noch irgendwo einer? Auf jeden Fall sehr, sehr... Hallo? Hallo? Da, ich krieg ein PDA-Ding. Das heißt, das PDA-Ding geht gleich hoch wahrscheinlich. Oder das kriegen wir vielleicht in dieser Folge noch hin. Und wenn wir den Seegleiter gleich gebaut haben, den werden wir uns nämlich gleich erstmal zuerst machen. Dann machen wir die Aufnahme auch schon wieder zu Ende. Obwohl jetzt so nicht viel passiert ist. Es tut mir auch manchmal leid, dass ich da nicht viel zeigen kann. Aber wir haben ein paar Sachen gebaut. Wir bauen jetzt noch den Seegleiter. Das ist ja auch eine schöne Sache.
Erstmal PDA. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Okay, ach so. Mal sehen, was die Langstreckenscans in der... Okay, ich gucke mir das hier nochmal an. Dann kann man sich das ja nochmal anhören. Alles klar, also hier haben wir irgendwas, ein Zeichen. Haben wir das jetzt am PDA, kann man das nachgucken? Kann man da irgendwas nachgucken vor allen Dingen? Achso, hier haben wir noch ein paar Communicator für Kapsel 3, da gehen wir auch noch hin. Und wir haben wieder ein paar neue Sachen, aber da möchte ich ja noch nicht hin. Dann haben wir noch mal Höhlenschwefel, jawohl. Wir wollen ja noch die... Kupferdraht brauche ich noch, warte mal, wir wollen ja den... Seegleiter wollen. Wir brauchen die Batterie und Kupferdraht. Und Schmierstoff habe ich ja noch in der Tasche. Schmierstoff habe ich ja noch hier drin. Genau, hier einmal rüber. Kupfer und... zack. Kupferdraht. Ich brauche zwei Kupfer. Aber habe ich die Batterie noch? Weil ich brauche ja eine Batterie. Werkzeug. Ich wollte den bauen. Den wollte ich bauen. Ich will schon Kupferdraht. Da brauche ich zwei Kupfer. Und die Batterie. Aber die Batterie habe ich doch auch schon, oder? Also hier im Inventar jetzt nicht, aber hier drin, ne? Habe ich die Batterie doch schon. Ich habe noch keine Batterie verwendet. Nee, hier ist nur diese Bohr hier drin. Hä? Alles klar. Ist voll okay. Heißt, ich muss mir die noch eben bauen. Die Bad Battery. Die bauen wir jetzt natürlich noch. Hier, da ist die Batterie. Da haben wir die schon mal fertig. Und jetzt muss ich noch mal eben schnell einen Kupfer besorgen. Ja, so ist das manchmal. Das geht schnell. Oder auch nicht. Besatzung meldet defekten Seegleiter. Ja, das glaube ich auch. Ich muss auf jeden Fall jetzt was zu essen wieder haben und zu trinken. Und mit Trinken habe ich ja noch, ne? Warte mal. Zack. Tab trinken habe ich ja noch. So. Essen habe ich auch noch, aber das trinke ich dann gleich erst. Und dann kann ich mal die 5 einschalten. Genau. Und dann mal rein. Oh, okay. Das sieht aber auch nice aus, so, ne? Mit Taschenlampe und so. Alter Schwede, ey. Sieht das geil aus. So, wir müssen mal gucken, wo wir... Wie wir hier jetzt fortfahren. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kupfer. Was, den Kupfer kriegt man ja eher so in Höhlen. Hallo? Du bist aber fertig, oder? Ja, ich brauche hier noch nicht rein, warte. Ich mach das mal hier. Der ist ja schon lange weg, ne? Und das Ei ist schon lange defekt. Da sind auf jeden Fall ein paar... Was? Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, jetzt geht's los. 5, das ist noch eine Aufnahme. 3, 2, 1, Love. Wow! Ist das
ja das Schlimme, was ich gerade finde. Normalerweise gibt es da so eine Druckwelle und normalerweise müsste ich doch Meter weit wegschleudern. Ach du Scheiße. Zur weiteren Verwendung wurde der Strahlanzug deiner Bauplan zugeteilt. Haha. Ja. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt brauchen wir tatsächlich einen Strahlenanzug. Okay. Richtig, ich muss hier noch rein, weil hier... Alles klar. Jetzt kann ich das wahrscheinlich bauen, ne? Das habe ich hier gerade gekriegt. Oh, da ist auch noch was. Aber den habe ich wahrscheinlich schon, der ist auch schon leer. Alles klar, gut, läuft. Hui. Okay, alles klar. Ich glaube, ich kann die Taschenlampe langsam wieder wegpacken. Ja, ich kann den Scanner brauche ich mal eben. Da ist, was ist da drin? Seegleiterfragment. Ja gut, hier haben wir sehr viele Seegleiterfragmente. Aber den bauen wir uns noch, ne? Und dann machen wir Schluss. Ja, heute, wo ist jetzt mein Boom? Und dann lass uns mal weiter hinab in die Höhle. Ja, da muss ich ja, ich muss da rein. Ich brauche ja noch Gold, wenn ich den noch machen möchte. Hallo. Ja, noch. So. Das heißt, wir können jetzt, zack. Was können wir jetzt machen? Ja, den brauchen wir jetzt, ne? Blei brauchen wir, Alter. Ich muss auf jeden Fall jetzt Kupferdraht mit... Warte mal, was habe ich überhaupt eingesammelt? Ich habe Kupfer... Ich habe Blei eingesammelt und Quarz. Alles klar. Ja. Okay. Gut, dann können wir uns halt noch nicht das bauen. Wir brauchen hier noch einen zweiten Kupfer. Nee, wir haben Gold. Aber wir brauchen bestimmt zwei Gold, oder? Für das Konstruktionsding, warte mal. Wir brauchen bestimmt zwei Gold, oder? Ach, den Bioreaktor. Da habe ich jetzt ein Bauteil gefunden. Alles klar. Es fügt sich alles zusammen. Wo ist jetzt das, was ich brauche? Kabelsatz, Schmierstoff, ja. Aber ich will auch nur das Konstruktionswerkzeug haben. Ja. Batterie habe ich. Kabelsatz und Computerchip muss ich mal gucken. Kabelsatz, Computerchip. Da brauche ich nur noch Kupfer. Gold habe ich zusammen, das heißt Computerchip können wir uns schon mal bauen. Nee, brauche ich Silber. Ja, okay. Das heißt, hier brauche ich nur noch ein Kupfer. Dann können wir uns das auch schon bauen. Zwei neue Sachen zu weiteren. Ja gut, das ist jetzt das mit der Aurora gewesen. Habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Aber ist ja auch egal. Egal ist es nicht. Das ist schließlich die Aurora, ne? Die wir jetzt gucken. Alter, hier oben ist auch unser Rumpf jetzt. Der rausguckt. Können wir da jetzt überhaupt rein? Ja gut, nee, wir brauchen erst den Strahlenanzug, ne? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, denn... Ich habe hier in meiner ersten Aufnahme, wo ich halt woanders gelandet bin, wir brauchen ja für den Strahlenanzug, brauchen wir ja Fasergewebe. Wo finde ich Fasergewebe? Was ist das überhaupt? Was? Muss ich da auf eine Insel rauf, um da Fasern zu holen? Muss ich da irgendwas scannen noch? Oder was muss ich da machen? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Dann schauen wir mal weiter. Zwei Tischkorallenproben brauchen wir sogar. Gold habe ich. Ja gut, dann werde ich halt in der nächsten Aufnahme mal gucken, wie wir weiter fungieren. Ich werde den Fisch mal eben machen. Ich habe Hunger. Den Fisch mal eben machen. Ja, die Folgen sind anscheinend doch über 20 Minuten. Das geht einfach. Ich weiß nicht, was da ist, ey, ganz ehrlich. Nee, Essen. Warte mal, Essen. Und wir haben hier einen Boomerang und wir haben Hunger. Und den essen wir gleich auch. Ja, den essen wir dann gleich auch.
Lecker, fishy. So, dann haben wir den noch, Schmierstoff haben wir. Dann haben wir auch gleich das Konstruktionsding, dann können wir auch ein paar andere Sachen machen. Und den, das ist schön, den PDA, den Kommunikator werden wir uns gleich anhören in der nächsten Aufnahme, würde ich mal sagen. Denn dann kriegen wir bestimmt wieder eine nächste Seegleiter-Dings und oder eine See hier, ein nächstes Navi-Ding. Besatzungstyp da, keine Ahnung, jetzt mit der Kapsel 3 finden. Bestimmt kommt gleich Kapsel, keine Ahnung, 17, 20 oder keine Ahnung. Den machen wir jetzt noch in, nee, den, der ist ja schon in Blau. Den machen wir den in Orange. Und den anderen machen wir dann in Rot gleich. Würde ich mal sagen. Alles schön so verteilt, dann geht das schon. So. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Subnautica. In dem Sinne, haut rein, bis dann und ciao.